Heute zeige ich euch, wie die Gleistagplatten im Hintergrund hergestellt werden und was für Qualitätschecks wir machen. Bei der Deutschen Bahn unterscheiden wir zwischen Schotteroberbau und fester Fahrbahn. Und seit Jahrzehnten kommt die feste Fahrbahn schon zum Einsatz in verschiedensten Varianten. Man kann eine ganz normale Betonschwelle auf Asphalt legen, man kann auch Betonschwellen einbetonieren oder so, wie wir es hier sehen, die Gleistagplatte einbauen. Und wo diese herkommt, das zeige ich euch in Österreich. Auf geht's! In Deutschland ist eigentlich alles geregelt und es gibt Euronormen, es gibt deutsche Industrienormen, die Rahmenbedingungen geben und dann gibt es natürlich die DB-Richtlinien, die das nochmal konkretisieren und auch eine Art Checkliste geben, woran man sich hangeln kann, was die Produkte eigentlich einhalten müssen. Am Beispiel von der Gleistagplatte nehmen wir alle Baustoffe unter die Lupe, angefangen von Zement, Wasser, Gesteinskörnung bis hin zur Flugasche oder Fließmittel. Alle Zusatzstoffe werden da bis ins Detail angeschaut. Wir sind jetzt in der Nähe von Wien bei der Firma Marber, die Fertigteilplatten für das Projekt Stuttgart 21 herstellen. Heute zeige ich euch, wie die Gleistagplatten im Hintergrund hergestellt werden und was für Qualitätschecks wir machen. Nachdem die Schalung gereinigt wurde, werden auf den rausstehenden blauen Pönöppeln, nenne ich sie mal, die Dübel reingeschraubt, sodass sie auch fertig fest nach der Betonage in dem Fertigteil drin verankert sind. Man sieht auch, dass der Dübel Riffel hat, wo sich der Beton schön drum fassen kann und den Dübel auch fest in dem Fertigteil dann drin hält. Der Dübel ist dann später dafür da, dass die Schienenbefestigung, das sogenannte Kleineisen, die Schiene dann auch befestigen kann. Dort wird eine Schraube reingesteckt mit einer Spannklemme, die oben drauf drückt. Und die Spannklemme drückt dann die Schiene auf den Stützpunkt auf. Man wundert sich wahrscheinlich auch, warum in der Schalung viereckige Aussparungen vorgesehen sind. Das sind sogenannte Löcher, wo dann später der Vergussbeton unter die Platte gefüllt wird. Das ist ein selbstverdichtender Beton und den sehen wir dann später auch auf der Baustelle. Jetzt kommt der Bewehrungskorb über den Kran zur Schalung angefahren. Am Bewehrungskorb sieht man die Abstandshalter unten dran. Durch die Abstandshalter wird die genaue Lage in der Gleistagplatte definiert, sodass wir den Bewehrungskorb genau in der Mitte ausgerichtet haben. Somit haben wir sowohl unten als auch hier oben die gleiche Betondeckung. Fünf Meter von den Fertigteilen von der Schalung haben wir hier einen Computer, wo wir direkt den Beton bestellen können, der für unsere Gleistagplatte vorgesehen ist. Hier gibt es verschiedene Betonsorten, die man bestellen kann und man erkennt S21, Stuttgart 21, das ist unsere Betonsorte und die kann jetzt der Kollege hier direkt für die Gleistagplatten in Auftrag geben. Der Beton kommt über einen Betonkübel direkt von der Mischanlage in die Halle rein und wird hier umgelagert in das nächste Behältnis. Für den Test wird jetzt auch etwas Beton entnommen, um das Ausbreitmaß hier vor Ort in der Halle zu messen.
Wie so oft in Deutschland ist auch dieser Test genormt, um das Ausbreitmaß festzulegen. Es wird bis zur Hälfte der Beton eingefüllt in den Zylinder und dann wird der Beton auf der Höhe 10-mal verdichtet. Nun wird der Beton nochmals eingefüllt bis kurz vor Oberkante und wird wieder 10-mal verdichtet, sodass wir einen homogen verdichteten Beton in den Zylinder haben. Am Ende wird die Oberfläche abgezogen. Seitlich wird der Restbeton weggemacht, damit die Fläche auch sauber ist und feucht. Der Zylinder wurde mit einer drehenden Bewegung abgezogen. Es wird kurz gewartet und 15 Mal die Platte fallen gelassen. Am Ende wird der Durchmesser des Betons gemessen, um das Ausbreitmaß festzustellen. Hier liegen wir bei 55 cm und nun haben wir festgestellt, dass der Beton die Konsistenz hat, die wir haben wollen und kann somit eingebaut werden. Wir haben eben gesehen, wie der Beton von draußen über den Kran hier reingekommen ist und nun wird er hier mit dem Mischer verteilt in der Schalung. Es werden insgesamt 2 Kübel gebraucht für eine Gleistragplatte. Wenn der Beton eingefüllt wird, wird er dann in alle Ecken gezogen, dass er auch gleichmäßig drin ist. Die Schalung steht hier auf einem Vibrationstisch, der mit einer gewissen Frequenz angeregt wird. Und das hören wir auch gleich, wenn es sehr laut wird, dass der ganze Tisch dann anfängt zu wackeln und der Beton somit verdichtet wird und die Luftblasen oben aufsteigen können. Gleich findet der Verdichtvorgang statt. Das wird auch ziemlich laut und da spreche ich lieber nichts, weil dann versteht ihr mich auch nicht mehr. Auf die fertig verdichtete Platte kommt danach eine sogenannte Glätthilfe, die es dann erleichtert, den Beton glatt abzuziehen. Nach dem Verdichten und Glattziehen kommt eine Folie auf die Schalung. Das hat den Hintergrund, dass wir eine gleichbleibende Luftfeuchtigkeit hier unten haben, um Risse zu vermeiden, die an der Oberfläche sonst entstehen würde, weil die Oberfläche sonst ganz, ganz schnell austrocknen würde. Hinter mir sieht man die Schalung und den Beton, der ausgehärtet ist in der Schalung nach 18 Stunden. Und jetzt sind wir kurz davor, den Beton rauszuheben aus der Schalung. Hier hat man bei der Schalung schon die Seiten geöffnet, dass ein kleiner Spalt entsteht und dass beim Entschalen keine Kantenabbrüche entstehen. Und gleich bin ich gespannt, ob auch das Muster unten drunter so aussieht, wie wir es erwarten. Nun wird die Gleistragplatte angehoben auf eine gewisse Höhe, sodass sich die ganze Gleistragplatte in der Luft drehen kann um 180 Grad. Bevor die finale Schienenbefestigung auf die Gleistragplatte aufgelegt wird, wird jeder Stützpunkt, wie wir hier sehen, nochmal vermessen.
Und das geschieht mit einem Messbalken, der mit einem Theodoliten verbunden ist. Über die zwei Prismen am Messbalken kommuniziert man mit dem Theodoliten. Der Messbalken hat genau 6 Messuhren und 2 Prismen, die den Theodoliten dann ansteuern. Die Messuhren geben genau die Höhe des Stützpunkts an und die Abstände zur Seite. Wir haben auch noch eine Box hier auf dem Messbalken und diese Box kommuniziert mit dem Laptop und schickt sofort die Messergebnisse an den Laptop und dadurch wird dann auch das Prüfprotokoll erstellt. Die Gleistragplatte kommt aus einer millimetergenauen Schalung raus und das ist nochmal eine Qualitätskontrolle am Ende, ob auch die Toleranzen eingehalten werden, so wie wir sie auch vor Ort brauchen. Für die feste Fahrbahn gibt es auch ein spezielles Schienenbefestigungssystem, das sich unterscheidet beim Schotteroberbau. Dieses Schienenbefestigungssystem besteht aus einzelnen und vielen Komponenten. Zuerst kommt ein komprimierbares Elaskon-Fett in den Dübel hinein. Das wird vorportioniert in Würstchen, damit man immer gleichbleibend die Menge drin hat. Danach eine sogenannte Zwischenlage, die elastisch ist und die auch die Kräfte in den Untergrund verteilt. Auf diese Zwischenlage kommt eine dicke Stahlplatte. Auf diese Stahlplatte kommt eine sogenannte Zwischenlage, die auch in der Höhe variabel ist. Hier legen wir im Standard eine 6 mm Einlage ein, die es aber zwischen 2 und 12 mm auch gibt für spätere Höhenkorrekturen. Um den Abstand zu gewährleisten, kommen dann sogenannte Winkelführungsplatten an die Seite, die dann auch die Schiene in der Lage und Richtung halten. Zum Schluss kommt dann noch eine Spannklemme auf den Schienenstützpunkt und das wird dann per Hand hier angezogen und kommt auch so auf die Baustelle nach Stuttgart. Die Schiene kommt hier auf die Zwischenlage rein und später auf der Baustelle muss man diese Spannklemme einfach nur nach vorne setzen und anziehen, sodass die Schiene nach unten gedrückt wird. Jetzt sind die Gleistragplatten fertig für den Transport nach Stuttgart. Endlich sind die Gleistragplatten hier an Ort und Stelle in Stuttgart. Und natürlich ist es damit nicht getan. Jetzt erfolgt wirklich der Einbau. Und was da genau passiert, das zeige ich euch jetzt. Mit dem Zwei-Wege-Bagger wird die Gleistragplatte in den Tunnel eingehoben, da wo sie auch später liegen soll. Und hier, wie wir sehen, haben wir zwei Vergussöffnungen und da greift das Tragsystem rein, um die Gleistragplatte zu packen und reinzuheben. Die Gleistragplatten werden mit einer 4 cm Verlegelücke verlegt und hier wird das durch die dementsprechenden Eisen eingehalten. Mit dem Schienenumsetzgerät können wir die Schiene, die neben der Gleistragplatte liegt, hier hochheben. Hier haben wir einen Greifarm, der am Schienenkopf greift, den man aufklappen kann. Und damit können wir dann über eine Winde die Schiene anheben und zur Seite rüber bewegen und dann hier in den Schienenkanal da reinlegen, wo sie hingehört. Nachdem die Grobablage erfolgt ist und die Schiene auf der Gleistragplatte ist, wird jetzt feingerichtet mit dem System hier. Dazu wird an der Seite ein Stützwinkel auf den Boden aufgebracht. Die Gleistragplatte wird an dem Stützpunkt ausgerichtet, in dem Holzwinkel eingespannt werden und von oben kommt noch ein dritter Holzwinkel rein, den man mit einem Hammer reinschlägt und so kann ich dann die Gleistragplatte in die andere Richtung bewegen und von der anderen Seite auch stützen, sodass sie an Ort und Stelle bleibt bei der Betonage. Und mit den Gewindeankern können wir die Höhe einstellen der Gleistragplatte. Die Gleistragplatte ist jetzt fertig feingerichtet, das heißt, sie liegt in ihrer Lage und Richtung genau so, wie wir sie haben wollen. Sie wird mit Keilen und Stützböcken gehalten in der Lage, dass auch beim Betoniervorgang nichts mehr verrückt. An der Seite sehen wir die Schalung
Hier ist ein Holzbrett und darunter ist der Spalt noch mit einem Verdichtungsmittel abgedichtet, sodass auch der Beton später nicht aus der Ritze unten raustreten kann. Hier sehen wir jetzt, dass die Gleistragplatte mit einem Beton unterfüllt wird durch die Vergussöffnung. Hier kommt ein selbstverdichtender Beton zum Einsatz. Das heißt, dass er sehr fließfähig ist und durch die Fließfähigkeit er sich auch selbst verdichten kann. Und somit wird auch gewährleistet, dass die ganze Gleistragplatte vollständig unterfüllt ist mit Beton. Jedes System hat seine Vor- und Nachteile. Hier bei der Gleistragplatte muss man im Vorhinein in der Planung sehr genau arbeiten, weil man genau wissen muss, wo welche Platte am Ende sein muss. Somit hat man eine sehr komplexe Planungsphase am Anfang, aber sobald die abgeschlossen ist, ist es ganz einfach. Reinlegen, betonieren, fertig. Ich bin stolz, Teil vom Projekt Stuttgart 21 zu sein und hier 3,5 Jahre die Gleistragplatte mit begleitet zu haben. Von der Planung bis hin zur Produktion in Wien und jetzt zu sehen, wie das endgültige Produkt aussieht, das ist einfach schon klasse. Bei unserem Großprojekt Stuttgart 21 laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Der Rohbau ist fertig, die feste Fahrbahn ist so gut wie fertiggestellt und jetzt gehen wir in die Ausbauphase und legen die letzten Kabel und die Technik in die Verbindungsbauwerke, sodass alle Weichen für eine gute Inbetriebnahme gestellt sind.